So, normalerweise startet ja eigentlich die Folge mit dem Intro und dann mit der normalen Folge, wie es sein sollte. Ich melde mich aber jetzt ganz kurz vorher, weil ich mit euch ein paar Sachen besprechen werde, schnell. Zum Thema Videos, zum Thema, was ist mit Stappenbach und was war los. Kommen wir mal ganz kurz dazu. Fragt euch jetzt nicht, wieso jetzt hier Gemeinderat am Montag kommt. Es ist aber so, dass normalerweise Gemeinderat Ellerbach am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag kommen sollte oder normalerweise auch ist oder wird. Nur das Problem ist, es ist jetzt, wo ich jetzt dieses mit euch bespreche, jetzt gerade, ist es schon kurz vor dreiviertel sechs. Ich denke, es ist noch nicht spät, es passt doch noch. Wir sind aber schon seit knapp 2 dran aufzunehmen, Gemeinderat und so weiter. Und ihr könnt euch denken, wie lange es dauert, jetzt Ellerbach aufzunehmen, und dann muss ich das auch noch schneiden. Das heißt, schneiden 1 Stunde, weil wir nehmen für eine Folge immer knapp 1 Stunde lang auf. Weil mit Timelapse, Zeitraffer, Musik drunter und so weiter dauert das Ganze einfach länger und da ist einfach viel mehr Aufwand drin. Deswegen kommen wir zum zweiten Teil. Also die Stappenbach ist ja ausgefallen, also die ist offiziell beendet. Weil aus dem Grund, den wollte ich eigentlich nicht, aber es ist so, ich kann euch das dann später vielleicht auch nochmal zeigen, weil wenn ihr auf die Karte drauf geht, also es gab ein Update, habe ich ja gesagt, und das Update hat eben alles zerstört sozusagen. Also mir selber war es natürlich nicht klar, ich habe es auch noch nicht gehört und so weiter, habe es geupdatet, bin reingegangen, dachte mir so, irgendwie schaut es anders aus. Es sind keine Gebäude da und so weiter, dachte mir so, scheiße. Ja, muss wohl einen neuen Spielstand anfangen, ist ja auch bei der einen oder anderen Karte so normal. Und dachte mir, ja, ist ja nicht schlimm, machst wieder alles so wie es war, dauert ja ein paar Stunden, ist gut. Nur das Problem ist, das würde ja nichts ausmachen, die Zeit würde ich mir gerne nehmen, das ist kein Problem. Aber die ganze Karte an sich, das Update, hat die ganze Karte an sich zerstört, weil die Verkaufsstellen oder so weiter, die neuen Sachen sind da. Aber es gibt keine Verkaufsstellen dafür. Also es gibt keine Verkaufsstellen mehr. Es gibt, glaube ich, noch eine Verkaufsstelle und die hat keinen Abladeplatz mehr. Es gibt keine kompletten Gebäude sind weg in der Stadt oder in der Ortschaft Stappenbach. Also es gibt keine Gebäude mehr. I don't know, wieso das so ist. Ob das nur bei mir so ist. Keine Ahnung. Aber ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe sie gelöscht. Ich habe sie komplett neu installiert. Hat auch nichts gebracht. Habe die alten Spielstände gelöscht. Komplett neu gemacht. Hat auch nichts gebracht. Ist irgendwie so, keine Ahnung weswegen. Und ja, deswegen ist sie offiziell beendet. Wir hatten knapp über, paar über 70 Folgen, glaube 80 Folgen hatten wir, knapp 75, 78, glaube irgendwie sowas um den Dreh war es. Und das war schön, das war gut. Aber ihr habt es auch gemerkt, dass dann irgendwann auch einfach die Lust, also wie soll ich sagen, der Spaß an. Der Stoppmann ist einfach flöten gegangen, weil man schon einfach alles gesehen hat und wir haben immer wieder das Gleiche gemacht. Ich habe dann schon geschaut, dass ich gesagt habe, nee, ich mache das, ich pflüge. Nee, das habt ihr gar nicht mehr gesehen. Oder doch, doch, das habt ihr noch gesehen. Das habe ich ja in einem von den vorherigen Folgen schon erklärt, dass ich unsere Wiesen umgepflügt hätte und da überall Ackergras drauf gemacht, damit wir das einfach runterdreschen können und da richtig gut Kohle machen können, weil dieses ganze Zeit Silageballen oder so ein, zweimal ist geil. Aber irgendwann, es gab auch nicht den richtig krassen Geldding, wo man sich jetzt denkt, ja, das mache ich, weil es lohnt richtig. Und das Ackergras hat einfach mehr Geld gebracht. Und so weiter. Und ich war mit dem ganzen Konzept anfangs relativ gut. Aber irgendwann ist dann, ich weiß nicht, ist mir zu schleppend vorangegangen. I don't know. Ich hatte auf jeden Fall irgendwie nicht so richtigen Spaß mehr. Oder es lag einfach, dass ich was Neues gesucht habe. Wie gesagt, bei solchen Projekten wie jetzt Ellerbach oder sowas. Gemeinderat ist geil, feiere ich. Ellerbach feiere ich ultra. Und ich mag halt jetzt momentan, ich habe jahrelang normalen LS so gespielt wie auf der Gemeinderade. Fahren ganz normal. Geld verdienen, schnell reich werden, große Fahrzeuge zu bis kaufen sich dann. Also nichts cheaten oder so weiter, sondern einfach verdienen. Und dann, wenn man irgendwann dann, wie gesagt, zu groß ist oder so weiter und dann irgendwann sagt, ja, ich bin zu groß, ich habe irgendwie nichts mehr zu tun, es ist zu langweilig oder so weiter. Dann hat man gesagt, ja, ich suche mir jetzt einfach eine neue Karte und da fange ich wieder von Null an sozusagen. Und da habe ich irgendwie den Spaß an dem momentan verloren. Also Gemeinderat, nur Probleme, da habe ich richtig Bock drauf. Die macht auch richtig Spaß, weil es einfach vorangeht. Und mit dem Kollegen, mit den zwei,
in den Filmen sehe, macht es einfach ultra Bock. Und ihr feiert Gemeinde Rade ja auch, ich auch. Und aber was ich für mich jetzt wieder entdeckt habe, ist kleine, feine, realistische Projekte. Seasons, automatisches An- und Abkuppeln deaktiviert, also man muss manuelles An- und Abkuppeln so. Und einfach klein, nicht schauen, dass man jetzt groß wird, richtig, und immer mit Seasons und so weiter, macht mir mehr Bock. Und das seht ihr an der Ellerbach und so weiter auch, klar, es frisst mehr Zeit, aber ich mache es tatsächlich gerne, weil ansonsten würde ich den LS einfach spielen und halt nicht aufnehmen, und mir macht das im Prinzip nichts aus, die Videos zu schneiden, die Videos aufzunehmen, die Videos hochladen, habe ich kein Problem mit. Und deswegen sind wir ja jetzt dann momentan auch auf der Walchen, und ja, da werde ich eben dann auch sowas machen wie auf der Ellerbach. Und ja, wie gesagt, die Walchen wird, also ich sage es jetzt mal offiziell, die neue Karte ist die Walchen. Ihr habt sie ja auch schon, ich glaube, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Und zwar gibt es ja auf Instagram mein Privataccount, der ist ja in der Videobeschreibung verlinkt. Ich habe jetzt aber tatsächlich einen Zweitkanal erstellt, nur für den Kanal Bayern Gamers. Also nur für dieses wunderschöne Teil hier, also ohne meinen Namen, aber nur für dieses wunderschöne Teil hier. Und da werden halt regelmäßig, wenn wir jetzt aufgenommen haben oder so weiter, Screenshots hochgeladen, ein paar Teaserbilder von den Thumbnails, also ein paar kleine, nicht die Thumbnails direkt, aber halt ein paar kleine Teaserbilder. Und das habe ich eben auch schon mit der Walchen gemacht, habe ich eine kleine Umfrage gesendet oder in die Story gestellt sozusagen. Und da, wo ihr halt eben zwischen drei Karten auswählen konntet und raten konntet, welche es sein soll. Und wenn ihr die richtige gewählt habt, dann habt ihr die richtige gewählt. Und ja, da könnt ihr auch gerne vorbeischauen, ist unten, wenn ich jetzt dran denke, ich muss dran denken, ich werde das Video jetzt gleich hochladen, und da werde ich das dann jetzt gleich darunter verlinken, und dann könntet ihr auch hin und dann folgen, und dann seht ihr, was denn so genau hinter den Aufnahmen oder hinter den Kulissen, sagen wir so, abgeht. Zweites Thema. Wie gesagt, Ellerbach fällt für diese Woche aus, da haben wir jetzt, nee, das ist das dritte Thema, Ellerbach fällt für diese Woche aus, aber wir haben aber keine Zeit mehr gefunden, deswegen kommen Montag und Dienstag, also für euch heute und morgen, zwei weitere Folgen sozusagen. Das Einzige, was ist, durch das, dass wir vorher schon aufgenommen haben und dann wir die Ellerbach nicht aufgenommen haben, war vorher nicht geplant, hat sich dann irgendwie aus blöden Gründen so ergeben. Und deswegen sage ich halt, wenn es Montag ist, hallo und herzlich willkommen zum Mittwoch. Das bitte einfach ignorieren. Ich meine Montag, ich werde auch vor jeder Folge nochmal kurz das sagen, dass es Dienstag sei oder halt eben Mittwoch dann und so weiter. Und einfach den Anfang mit dem Tag ignorieren und beim Outro auch einfach den Tag. Wenn ich sage, wir sehen uns am nächsten Abend, bla bla bla. Mittwoch, einfach ignorieren. Ihr wisst, wann die Zeiten kommen. Normalerweise Montag, Mittwoch, Samstag, Sonntag. Sonntag zwei Folgen. Und ja, dann haben wir eben zwei Zusatzfolgen jetzt aufgenommen für Montag und Dienstag diesen, damit ihr ein bisschen was zu gucken habt, dass nicht gar nichts kommt, weil die Wahrheit braucht noch ein bisschen. Und ja, das wollte ich euch mal ganz kurz sagen. Viertes Thema. Wieso kam letzte Woche keine Ellerbach, wir hätten die Zeit gehabt, aber das Problem war, ich war krank. Das werdet ihr jetzt in der ersten Folge jetzt auch noch sehen. Auf der Gemeinderat ist ein bisschen erzähle. Ich bin immer noch ein bisschen lidiert, aber mir geht schon wesentlich besser. Nase ist noch ein bisschen zu, Hals ist noch ein bisschen im Arsch. Aber im Großen und Ganzen geht es mir auf jeden Fall besser. Und deswegen ich war eine komplette Woche flach gelegen. Die letzten zwei Tage, also Donnerstag, Freitag, ging es mir besser. Ging es langsam wieder aufwärts, beim Freitag haben wir halt eben auch aufgenommen eben dann, und ja, da ging es mir einfach wieder besser und ich habe für euch aufnehmen können, oder wir haben für euch aufnehmen können. Soweit war es das eigentlich mit dem Thema, was ich mit euch alles besprechen wollte. Muss ich mal gucken, wenn ich die Zeit finde, nochmal ein ganz kurzes Video machen, wo ihr seht, wie es denn momentan auf der Stappenbach aussieht. Die Karte an sich, also wie die Karte an sich umgebaut wurde oder irgendwie nicht ganz fertig war oder I don't know.
was da passiert ist. Aber da habe ich am Anfang das, sagt man ja dazu, minimal Infovideo, kleines Infovideo, ja, darüber geredet. Die Weichen, wann die startet, ich will jetzt nichts sagen, 1, 2 Wochen. Also ich bin am Vorbereiten, ist eigentlich schon alles da, ich muss halt nur die ganzen Fahrzeuge noch kaufen, verräumen und dann passt die Sache. Und ja, das war's, was ich euch sagen wollte. Und ja, das war's dann. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen restlichen Montag und natürlich viel Spaß mit der kommenden Folge. Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Gemeinde Rade am Mittwochmorgen zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Moin! Ja, wer es jetzt fragt, Philipp ist gerade unterwegs mit meinem Fan, um neues Gewicht für das gute Stück zu holen, weil das, was ja da dran war, war ein Ticken zu groß, die Vorderachse war ein bisschen am Boden, ne? Vorderachse ist immer noch so am Boden. Die Vorderachse ist geschrottet! Ah! Aber Spaß! Nein. Scheiße, ich nehme Holz mit. No, no, da ist es nicht. Oh Gott. Ja, aber Leute, ich bin immer noch am Dreschen. Aber an den letzten Zügen. Flo. Ja. Will ich's wissen? Ist es schlimm, wenn nicht nur die Vorderachse von deinem Fan geschadet ist, sondern auch die Hinterachse? Magst du nicht einen neuen kaufen? Nee, solange ich noch fahren kann, reicht nicht. Weiß nicht, ob das noch so gesund ist, wenn die Vorder- und Hinterachse. Ich nehme jetzt mal viel im Mund Schrott ist. Öl auf die Straße, dann gibt's die Sache. Welches Gewicht magst du überhaupt haben? Warte, ich kauf's mir selber schnell. Das große, das mittlere oder das ganz kleine? Wo sind die? Da sind die. Mit dem Händler. Oh, wir haben sogar Plus gemacht, die paar Euro. Da mal ein bisschen Radio an. Ja, letzte Woche leider Ella war ausgefallen. Das lag daran, man hört vielleicht, ich war ein bisschen krank. Wenn ich ja. Den Aufnehmer kurz genötigt sein sollte oder mal ein Oh. kurzes Husten hört, dann war das bzw. bin das wohl ich gewesen. Und zur Beruhigung, nein, Vor der es war Akte kein stimmt sie Corona. besser. War nur leichte Erkältung. Aber die Hinterachse berührt den Boden wenigstens wieder. Das ist schon mal schlecht. So, ich habe hier noch ein Stückchen zu fahren, ne? Nein, hier ist. Hoppala, Ach sorry. ja, und Sebi wird im Laufe der zweiten oder dritten Folge dazustoßen, da noch irgendwas mal wieder zu erledigen. Keine Weiß Ahnung. nicht mehr, hat er dir geschrieben, wann Ja, kommt? nee. Mir hat er irgendwie geschrieben, nee, hab keine Zeit. Egal. Egal, Also man würde der weiß Mensch nicht, jetzt was schon man über. 10 von 9 noch großartig zu arbeiten hat, aber gut. Mann, der Hallo, der macht doch auch YouTube. Ja. Mit gutem Content. Ja. Ich glaube, ich muss das jetzt rausschneiden. Ne? Bei Schon kommt dem merkt man komisch, aber. Bei dem Ja, ich merkt man bin hier. komischerweise das. Also die Anhänger. Komm ich bis da Hallo. vorne hin? Ich kann. Hallo, magst du. Ich mag dein Rohr haben. Ja, warte, ich fahre dann nochmal zurück. Ich nehme das Stückchen hier noch mit. Das ist, glaube ich, das letzte. Nicht den Johnny Strom. Oh, knapp. Ey, ich sag's dir, der, wenn jetzt einen Kratzer Aha. hat, ne? Ja, dann Ich nicht. verkauf den Glas. Geht nicht, ich sitz drin. Aha. Warte mal, welcher ist denn? Ganz vorne ist was drin. Hinten ist auch was drin. Bremsen, Alter. Ich hab's gebraucht, ne? Hallo. Es ging nicht. Warte mal, haben wir jetzt noch irgendwas zu dreschen? Nee, ne? Och. Was? Warte. War mich nicht traurig, Junge. Ich sehe noch durch. Normalerweise. Einzig ist ab, Abwerfen? 16 ist ab, 7 ist ab, 6 ist ab, 5 ist ab. Ha. Und Feld 14 muss gerodet werden? Nee, wir haben's.
Hab ich doch gewusst, hab ich. So, ich halt erstmal den richtigen Mike weg. Ah, das sieht gleich viel besser aus mit dem anderen Gewicht. Nur mal sagen. Schon mal den. Lohnt sich's, diese 13.000 Liter wegzubringen? Nee, nicht wirklich. Okay, dann fahr ich zum Hof. Ich hoffe, jetzt kommt hier kein Auto, sonst habe ich verkackt. Oh, Steuerung ist wieder on point hier. So. Willst, ich habe nichts gegen den Vierachser MAN, ne? Aber wenn man aufhebt, kommt er nicht vom Fleck, ne? Der Vierachser? Ja, Hakenlift, HKL. Also der Kollege. Mhm. Aber der hat auch, wenn man nochmal pimpen. Ja, das wäre etwas 500 PS. Ja und? Ja. Wenn die Öllastung nicht schneller läuft, geht's denn nicht schneller. Achso, du meinst schon aufheben. Mhm. Achso. Leer ja. Ist da kein Problem. Oder wenn sie unten. Naja. Ich dachte die Beschleunigung. Also das Fahren. Ich hänge. Ich steck fest. Scheiße. Mit was? Mit dem Drescher oder? Nee. Dem MAN! Hallo, fahr dein Rohr aus! Blöde Sau! Der ist der. Sorry, ich hab meine Wortwahl, aber. Da ist der Helfer nicht mal drin, glaube ich. Den muss ich bei Hand machen. Natürlich ist der da drin! Echt? Schau oben rechts! Auto! Oh Gott! Fahr da oben rechts. Nee, oben links. Ach, der ist wirklich drin. Ich habe ihn vielleicht blockiert. Das kann auch sein. Komm kein Auto, bitte komm kein Auto. Jetzt tu den Ding runter. Alter. Jetzt fahrt der auch noch weg. Bleib jetzt stehen. Bitte Auto fahren nicht in meine Richtung. Oh, er verbrannt schon. Okay, jetzt heißt es drauf drücken. Ich habe ein kleines Problem, ne? Also. Es gibt alles. Ja. Soll ich kommen? Hallo, jetzt fahrt ihr mir noch rein. Ey, ich tu dich jetzt raus, ne? Ich hab keinen Bock mehr. Spaß da oben, ne? Ich seh's. Hier rein. So, Helfer raus. Sache hier, alter Schwede. Ist der MAN jetzt wieder voll dann? Ja, ist er. Steht immer noch ein Anhänger, oder? Oh Gott. Meine Güte, ey. Ach, das hätte ich auch ausgehen können, ne? Perfekt, erst mal Motor abgestorben. Ja. Weil muss hier keiner rein. Das heißt, ich packe mir kurz und wasche das gute Ding ab. Aber ja, der Case hat jetzt halt von 9 Stunden drauf. Also. Ohne Scheiß. Okay, der ist schon lange mal, der ist schon lange dran, ne? Hallo? Nein! Was macht? Ich glaube, die Helfer haben wohl keinen Bock. Ey. Können wir nicht einfach auf die Ellerbach wechseln, komplett? Wir kommen, würden, denn Johnny würde nicht in die Hochfahrt reinpassen. Doch, doch, oben drüber schon. Ja. Hallo! Jetzt geht auch noch der Tempomat ein, also irgendwie habe ich's heute. Ja. Das ist gut möglich. Da war der, kann ich vorbeifahren, ohne die Kerl mitzunehmen. Ja. Oh, jetzt ist der Helfer endlich mal wieder drin, ey. Der MAN läuft. So. So, I'm on the road. Oh. On the road again. Warte mal, das Teil muss. Wo packen wir jetzt eigentlich unsere Maisgebüsse hin? Unser Mais, was? Die Maisgebüsse. Da hinten, wo die. Wo das Maisgebiss auch hinten ist, weil da passt der Rode irgendwie nicht rein, dann habe ich dann. Ey, ich hab den zurücksetzen also müssen, um den rauszuholen. Echt jetzt? Ich weiß nicht, wie der du den reingebracht hast. Also bei mir ist er eigentlich mehr oder weniger gut reingegangen. Ich hab den nicht rausgebracht. Ey, ich bin noch nicht mal beim Ausladen. Rein geht immer leichter als raus. Nein, möglich. Nicht das, was ihr schon wieder denkt. Oder was du gerade denkst. Oh nein. Ey, ich hab nicht daran gedacht, ne, also.
Da seht ihr Zuschauer mal wieder, wie Florian denkt. Nein, ich hab's nur vorsichtshalber nochmal gesagt, dass es nicht denken soll. Aber Hilfe! Nein! Aber wahrscheinlich eher stand. Lad ab! Lad ab! Hallo! Oh! Das ist Junge! Oh. Ich hänge! Hallo! Es lag! Oh, geht weiter! Ich häng so dermaßen irgendwo! Oh Gott! Oh, ist gut! So, erstmal reparieren hier! Ja. 2000 Betriebskosten! Ja, das war der Dresche. Alter! Das sehe ich eigentlich nicht. Ja, okay, der ist für diese Saison auch durch jetzt, aber trotzdem. Ja. Ich weiß, dass du wartest. Meine Güte. Okay. Einmal gedreht hier. So, ich hoffe, das ist ein bisschen an der vorne. Ich hab fast den Case abgeschossen. Das. Ja. Kein Platz mehr bei Schafen. Wo ist unser Skorpion? Skorpion, da! Hey, ich war ja jetzt über den Schafen, oder? Ach, ich glaube, ich habe nur sauer gemacht. Wieso liegt die Gabel bisschen blöd? Wo häng ich denn? Okay, ich würde eigentlich vorbeikommen, aber. Das ist das Thema. So, jetzt aber absenken und dann kann sie liegen bleiben. Also, diese Folge könntest du echt Chaotenfolge nennen. Ja. Ich bin jetzt das zweite Mal in die Halle rein und wieder rausgefahren. So, voll ganz knapp am Rad vorbeigeschoben, Ding hier. Wie soll ich den rausbringen? Der Kollege ist am Machen. Oder ist der Kollege da hinten rein? Weil mal wo denn? Bin hier auch. Was gibt's? Diese Horny Gabel. Wie kommt die da hinten hin? Ich komm da nicht hoch. Da nicht mal weg, ne? Ich komm da halt. Warte. Ich bin auch nochmal FL fahren. Die liegt auch komplett verkehrt drin. Hast du das auch gerade? Ja. Hilfe! Ich bugge! Oh Gott! Oh. Oh Gott! Die eine hat! Was? Oh. Mach mal kurz Geister auf der Rade! Mach mal FL fahren! Den starken Bauer kurz. Und gucken, wie das Zeug. Aha, aktiver Trunkenkurs. Warte, ja. Ich geb dir Runtime. Warte, Moment. Ich hab's. Warte. Hashtag. Oh Gott. Nein! Mann! Ich krieg. Junge. Komm mit. Du kommst jetzt mit. Nein. Ich dreh dich. Ja. Nein. Ja. Mann! Da kann man doch nicht arbeiten, Alter. Alter, weißt du was? Ich schmeiß die jetzt einfach runter. Was macht die denn da unten? Hallo, jetzt komm doch mal mit hier. Das geht nicht. Das ist Arbeitsverweigerung. So. Ha, geht doch. Jetzt müssen wir nur die da wieder hinschieben. Ich hab die doch überhaupt nicht mehr in der Hand. Was ist das denn hier? Oh Junge, was machst du da für Doktorspielchen? So, bitteschön. FL kann wieder ausmachen. Er hat die Idee rundum leuchten angelangt, das geht auch nicht. So. Der hat da extra Batterie. Ja. Er ist voll. Bin. Er ist voll. So. Dann ich jetzt hier. Brauche ich die Paletten. Für den Skorpion. Ja, ich weiß nicht, das ist nicht so gesund. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, wenn wir mit dem Spitzen da jetzt reindonnern. Ich werde es eben noch wegschieben, aber trotzdem. Oh, rutschig. Oha. So, warte mal. Ich darf. Da war ein Zaun. Ich bin durchgefahren. Was schadet das? Entlade. Ja, jetzt bin ich zu was. Ja.
Also ich habe jetzt ein Rammschiff gebaut, ne? Was machst du denn da drüben? Ich ramm die Olle weg! Oh. Das hat sich gerade so angehört, ich ramm die Olle weg. Nein, die Wolle. So, jetzt haben wir wieder Platz hier. Also spätestens, wenn die Wolle ein bisschen arg viel wird, dann müssen wir mal Fuß fahren, du. Flo. Okay. Ja. Da ist mein Traktor bloß auch nicht erwascht, weil die schauen aus. Der hellblaue geht ja noch, aber der schwarze... Oh Gott. Den hellblauen hatte ich. Ja. Normalerweise ist ja hier so ein Logo von Lizard drauf. Das konnte man mit Spaß nicht mehr entziffern. So. Okay, der, ja. Wenn man näher ran, beim näheren Betrachten, ja, ist er doch auch ein bisschen weg. Hat mich so lange mit dem Skorpion. Also Skorpion war schon wirklich eine richtig gute Anschaffung, muss man sagen. Ich hab den Mutter abgestorben. Der Arme. So, der Skorpion war eine richtig gute Investition. Ich hab den Mutter abgestorben. Ja. Ich dachte, er ist sauber. Ey! Hallo! Du wolltest jetzt fliegen. Jetzt bin ich auch noch im. Hallo. Im Hänger. Ey. Das gebe ich dir zurück. Hat der Beifahrer Skript? Na dann. Ah! Nicht. Na, natürlich nicht. Bitte auch nicht, bleib nicht hängen. Passen nicht ganz rein, ohne so, dass man das trotzdem machen kann. Egal. Oh, das war der falsche Ware. So. Es geht. Wir stehen in der Schnellmaschine. Ich komme nicht rum. Och nee. Die kriegt mir jetzt nie was im Leben mehr wieder raus. Ja, ja. Haben wir Actimel. Oder Runtime. Oder. Oder Cool oder was? Um Carlo ab. Och nein. Steht da noch schon. Alter, was ist jetzt? Ja, was macht man jetzt? Warte, Felder mal. Bestellen! Oh, Alter, was laggt es denn heute so? Keine Ahnung, du bist gerade bei mir auf der Stelle gerannt und mein Shader geht ran. Ach, oh, das ist ja leck. Mann. Wir wollen Meistern sehen, das heißt, ich gehe mal grubbern. Ich hab Bock auf grubbern. Wir haben mal direkt gesagt, wir müssen pflügen. Ach, echt jetzt? Ach, stimmt, weil der Mais drauf Feld war. Feld 5 und Feld 7, ne? Ja, weil der Mais drauf war. Wer hat Bock auf Feld 7? Helfer! Ich glaube, der Case und der Helfer haben gesagt, die haben Bock. Ah, bist lustig. Warte, wieso? Ich habe eine Frage. Warum haben wir 400.000? Was haben wir gespart? Hülle was, größere Sämaschinen, Zuckerrüben, ernte eine große Selbstfahrer, lange Leck, immer noch Leck. Immer noch leck, immer noch leck. Hilfe. Ich glaube, irgendwas ist gerade abgekackt, ne? Oh Gott. Boah, Alter. Was war da denn? Flo? Ja. Was war das gerade? Was? Game saved! Alter! Das war eine Speicherung, ne? Alter! Da war eine ganze Dicke. Sollen wir mal Sämaschinen upgraden? Ich glaube, es wäre Zeit, ne? Weil ich fahre immer noch mit dieser kleinen Horsch rum. Das ist gespannt. Hol mir mal einen. Darf ich den 10,5 Meter. 10,5 Meter Flug mieten? Für 6600? Warte mal, 10, Flug. Und der Flüge drin, oder? Ja, der größte Standardding. Also den hänge ich den, weil 55 PS, den schafft mein Johnny easy. Easy, ja. Dann, glaubt der hat Bock auf Feld 7, oder? Die Frage ist, wenn man tief auf dem Flug durchkommt. Wie? Erstens das. Und zweitens, ob wir da nicht einfach einen tiefen lockeren Mod mit reinnehmen, weil der hat 8 Meter. Das große Ding braucht nur 420. Wir brauchen da nicht mal einen Mod dazu, wir können den Standard nehmen. Nee. Doch. Ja, den wo wir haben, den mit wo wir... Mit,
Ich bin jetzt auf den Cultiplow Platinum 8 Meter. Ja, der funktioniert Mit aber einem nicht. tiefen lockeren Ko Das ist nur Gruppe. Alternative zum Flugkern-Feldern für die nächste Saat Geht nicht. vorbereiten. Das ist eine falsche Angel, mit dem kann man nur gruppern. Ich weiß nicht, wieso das da dran steht, aber mit dem kann man nur gruppern. Flügen gehen mit den tiefen Lockerern nicht. Wenn, dann müssen wir das Mod-Package, was von denen gibt, mit draufnehmen. Keine Ahnung wieso, aber das funktioniert nicht. Also, du kannst es gerne ausprobieren und dann mal kurz mieten. Aber auf jeden Fall, soweit ich weiß, hat das noch nie funktioniert. Ob es jetzt anders steht, so weiß ich nicht. Aber soweit ich weiß, noch nicht. Machst du den Ding? Hä? Oh. Vorsicht auf die Ecke. Ich habe mit der schlechte Erfahrungen. Schon gefahren, fast. Ecke? Oh, hier steht noch Uni noch. So, gucken wir mal ganz kurz hier rein. Oha! Einzelkorn. Ja, das schon mal, ja. Die ist halt so groß. Oh. Wir müssen noch ganz dringend was mit draufnehmen für die nächste Folge. Und zwar das Horsch Package. Das Dicke. Wir brauchen die Bärer. Das ist ganz wichtig. So, erstmal kurz hier. Der Weg gesperrt. So, die Alte kommen weg. Weil ich hatte ihnen nichts getan. Also machen wir den Fall jetzt umbauen am Johnny. Oh, glaube ich, komme hier nicht mehr raus, ne? Nee, nee, dann komme ich nie raus. Oi. Ja, da komme ich auch nicht raus. Oh, ein Goldie! Oh nein! Du hättest halt gleich die Sämaschine verkaufen können. Ja, nein, mach ich nicht. Oh Mann. Für was haben wir denn dich? Mann, ja okay, aber ich brauche eine Aufgabe nicht. Wer hat denn das Saatgut hingegeben? Ich. Container. Aber ein silberner, goldener, schaut schon gut aus. Ja, ist es mein Ich kann den nicht anhängen, ne? Reparieren wir nochmal. Und dann kommt du die jetzt Sämaschine weg. Ja, der hat einen guten Wir können jetzt zwar keinen Knife mehr anziehen, ne? Doch. Weil wir sind erstens mit der Aufnahme fertig. Zweitens ballern wir jetzt das Horse Package nochmal schnell mit drauf. Weil das okay. brauchen wir. Ja, die verkaufen wir schon nach, weil ich brauche die noch für den Thumbnail. Ja, wie gesagt, ich habe schon angekündigt, wir sind mit der heutigen Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wir dürfen uns fürs Zuschauen bedanken. Wir gucken mal, ob jetzt der Sevi in der zweiten Aufnahme mit hinzustößen wird oder nicht. Ich vermute wahrscheinlich eher nicht. Das stellt euch schon mal drauf ein. Wahrscheinlich nicht. Aber ja, wie gesagt, wir hoffen euch, die Folge hat euch gefallen. Und jetzt kommt ein legendärer Spruch. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch keinen Cent. Den roten Button bitte graufärben und ja. Ja, das war's dann. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst, hab ich vergessen. Sorry. Egal, die Leute wissen den Spruch schon auswendig, die denken da jedes Mal dran. Die wissen den Endcut schon. Ja, und wie gesagt, wir hoffen euch die Folge hat gefallen. Und ansonsten sehen wir uns dann zum Samstag zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinderat und hoffentlich unter der Woche zu Ellerbach. Und ansonsten bis zum Samstag und macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. There ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Let them know.
genau wie